Ist Selbstjustiz in einem richtigen islamischen Land? Nein, auf keinen Fall. Selbstjustiz ist auf keinen Fall erlaubt. Und das stimmt nicht, was einige behaupten. Es gibt Leute, die bringen dir einige Aussagen von einigen Gelehrten. Dass man gesagt hat, ja, wenn du in einem islamischen Land, du brauchst kein Walil Amr, du brauchst nichts und du kannst selber vollstrecken. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und das sind Meinungen. Das sind nicht Koran und authentischen Sunna. Es gibt nicht Selbstjustiz in unserer Religion, Barakallahu fikum, sagt Allah Herr. In unserer Religion gibt es Regeln. Und diese Regeln besagen, dass du zu einem Richter gehst, dass der Richter entscheidet. Es gibt Gericht, es gibt Gerechtigkeit. Aber überleg dir jetzt, die Sache ist so: Wenn ich denke, ich habe Recht bei dir, und dann mache ich Selbstjustiz, und ich gehe und ich nehme mir mein Recht. Und du denkst, du hast Recht bei mir. Dann kommst du wieder und du nimmst dein Recht. Dann kommen zwei Leute von mir und zwei Leute von dir. Und dann machen wir einen Krieg. Und überleg dir jetzt, mach das auf eine Stadt, die 10.000 Menschen hat. Und wenn 1.000 davon oder 200 davon, jeder denkt Selbstjustiz, was wird passieren? Dann haben wir Chaos. Dann haben wir amerikanische Verhältnisse auf der ganzen Welt, weil die Amerikaner das machen. Übrigens, was ist jetzt mit Justiz und sowas? Es gibt doch diese internationale Gerichtshof und sowas. Und die haben doch jetzt ein Urteil gefallen, oder? Es gibt doch Urteil. Ja, wo ist jetzt Justiz? Wo sind jetzt diese Sache? Wenn wir was sagen, dann sagt man uns immer, ja, es gibt Gerichte und die Gerichte müssen entscheiden und Judikative und Ding und Tive. Ja, bitte. Aber Subhanallah. Möge Allah Subhanahu wa ta'ala so wahr. Nein.